Mein Name ist Philipp Gestakis, ich bin Leiter Kapitalanlage im Wealth Management und Private Banking für die Hypo Vereinsbank. Mein Name ist Uwe Fischer, Fürstfugger Privatbank und ich bin Leiter der Niederlassung München. Mein Name ist Markus Fitt, bin Vorstandssprecher beim Bankhaus Donner und Reuschel in München. Mein Name ist Martin Huber, bin Sprecher der regionalen Geschäftsleitung der Deutschen Bank in Bayern. Mein Name ist Silke Wolf, ich bin Geschäftsführerin des Bayerischen Bankenverbandes. Wir vertreten die Interessen von 70 privaten Banken in Bayern. Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, zu unserem neuen Spezialformat Forum Flash. Im Forum Flash sprechen wir über Gegenwartstrends und Zukunftsperspektiven. Und heute wollen wir uns beschäftigen mit Private Banking, mit der Pandemie, mit der Wirtschaft, Vermögen und den Aktienmärkten. Und gemeinsam mit Silke Wolf freue ich mich sehr, dass wir hier in einer tollen Runde versammelt sind. Herzlich willkommen nochmal. Und wie das bei Forum Flash so üblich ist, wollen wir nicht nur über Dinge sprechen, über Trends und Phänomene, sondern auch und gerade mit Menschen. Und deswegen beginnen wir ganz persönlich, Herr Huber. Wir leben jetzt seit einigen Monaten schon in einer Pandemie. Und ich kann mich nicht erinnern, selbst Ähnliches schon erlebt zu haben. Ich vermute, Ihnen geht's ähnlich. Gab es einen Moment für Sie, in dem Sie so richtig realisiert haben, was da gerade eigentlich läuft, anders als die übliche Nachrichtenlage? Und wenn Sie mögen, schildern Sie uns noch mal ganz persönlich, wie ist es Ihnen damit gegangen und wie geht es Ihnen auch heute noch damit? Wenn man das so sagen kann, heute, mir geht es den Umständen entsprechend, wie man sagt, gut. Warum? Weil wir ein bisschen in der Familie komplett verschont geblieben sind von irgendeiner Erkrankung in Covid-19 bedingt. Und wo ich das erste Mal realisiert habe, wo der erste Anruf kam von einem Mitarbeiter, dass er positiv getestet wurde. Da bin ich erst einmal realisiert worden und wir hatten auch den ein oder anderen Fall. Aber auch denen geht's wieder gut. Also somit muss ich sagen, auch von der Seite. Das zweite ist, unser Sohn hat sich entschieden, im Sommer das im Rahmen vom Erasmus-Programm in Italien zu studieren, ist dort im Februar hin. Und dort haben wir dann realisiert, wie er angerufen hat, dass er noch 14 Tage studieren konnte und seitdem nur noch in seiner Zweier-WG haust, wie gut wir dann doch hier in Deutschland auch hatten. Ich kenne zwar jetzt jeden Stein im 2 Kilometer Umkreis von meinem Haus, aber auch meinem Sohn hat es gut überstanden. Der ist immer noch unten, also von daher auch positiv. Und ich glaube, in Summe haben wir es in Deutschland auch ganz gut noch erwischt, wenn man das so sagen darf. Und ich wünsche uns allen vor allem, dass wir jetzt von einer zweiten Welle verschont bleiben. Und wie fühlte sich das für Sie an, in diesem einen Augenblick? Ja, ich war völlig überrascht und wusste ehrlich gesagt erstmal gar nicht, was ich tun musste. Musste dann erst wieder in unseren ganzen Regularien nachschauen, was denn da jetzt so alles ansteht. Aber das gehört dann auch zum Job dazu. Aber da habe ich das erste Mal realisiert, dass es eigentlich komplett was anderes ist, was ich so noch nicht erlebt habe und ehrlich gesagt auch nicht mehr so erleben will, wenn ich ehrlich bin. Das wollen wir alle hoffen. Herr Fischer, was hat sich bei Ihnen in Ihrem Alltag verändert, wenn Sie das mal herunterbrechen sollten? Ich würde das gern auf 3 Erkenntnisse herunterbrechen, die ich persönlich erfahren habe. Im Gegensatz zur Finanzkrise 2008, 2009 hatten die Menschen, unsere Kunden, diesmal nicht die Sorge, die große Sorge um das Geld, um die Finanzen, sondern es war die Sorge um ihre Familie, um ihre eigene Gesundheit. Es war die Sorge, ihre Kinder nicht zu sehen, die Enkel nicht zu sehen, das hat sie am meisten beschäftigt und natürlich gesund zu bleiben und durch diese große Welle, die uns da erreicht hat, hindurchzukommen. Die zweite Erkenntnis betrifft den Kapitalmarkt, an dem ich jetzt auch schon lange agiere. Der Markt der festverzinslichen Wertpapiere hat uns eiskalt erwischt mit, ich will sagen, mit einer neuen Welt. Also festverzinsliche Wertpapiere sind derartig in den Kursen nach unten weggebrochen, in Abhängigkeit von Bonität, von Laufzeit, 30-40% Kurseinbrüche. Sie konnten teilweise gar nicht handeln. Das haben wir in dieser Form auch noch nicht erlebt. Das war immer der Fels in der Brandung, auch wenn die Renten mittlerweile mit den Aktien auch korrelieren. Und die dritte Erkenntnis, die mich am meisten überrascht hat, weil ich das Thema Homeoffice nicht in der Form so stark eingeschätzt habe, ist eingetreten. Also es hat gezeigt, das Thema Homeoffice wird eine neue Bedeutung in der Zukunft haben, in jeglicher Hinsicht. Ob das einen Gewerbeimmobilienmarkt betrifft, auch das Miteinander der Menschen, Infrastrukturen etc. Also das ist die neue Welt,
die wir alle jetzt mit dem Thema Homeoffice erleben. Und es hat funktioniert. Überall liegt Breitband, Infrastrukturen sind. Da bin ich gespannt, wie sich das weiter zukünftig entwickeln wird. Wie war die Gefühlslage dabei? Wenn man mit seinen Kunden mitfühlt, nicht immer gut. Man leidet ja dann auch. Und wir haben im März, 18. März, 23. März kam der Ölkrach dazu. Also das war dann schon, das waren Momente, wo ich persönlich gesagt habe, dass ich das in meinem Berufsleben nochmal erleben darf. Ja, ich habe mir es auch nicht gewünscht. Hätten Sie sich auch anders vorstellen können. Richtig. Mhm. Wir haben jetzt schon gehört über persönliche Auswirkungen, Erkenntnisse, Lernerfahrungen. Herr Fitt, ich will Sie fragen, als Experte ja auch für nicht nur Finanzen, sondern auch wirtschaftliche Betrachtungen im Großen und Ganzen. Eine globale Pandemie, schwerwiegende Auswirkungen, jetzt nach einigen Monaten schon aber auch wieder Anzeichen für Besserung hier und da. Was ist Ihre Einschätzung als Experte? Wie lange werden die Auswirkungen anhalten von dieser Krise, von dieser Pandemie? Also ich glaube, das wird Generationen dauern, bis das verarbeitet ist. Weil wir haben ja quasi schleichend diese Globalisierung erlebt. Ich denke mal 20 Jahre zurück, und da war das mit den Informationen noch alle sehr geordnet. Heute weiß jeder eigentlich zum selben Zeitpunkt fast alles, wenn man die Qualität der Informationen als wahr einschätzen kann. Und jeder setzt sich damit zeitgleich auseinander, jeder reagiert. Und das, was uns jetzt hier mit dieser Pandemie erwischt hat, hat eine solche Ausprägung. Und die Staatengemeinschaft hat ja da auch mit sehr, sehr starkem Programm drauf reagiert. Das ist ein Thema, das kann man nicht einfach in kurzer Zeit ausspitzen, sondern ich glaube, es wird Generationen dauern. Und wir haben noch das Thema in Deutschland insbesondere natürlich der demografische Aspekt. Die jungen Leute müssen diese ganze Last ein Leben lang natürlich irgendwie auch mit schultern. Und das greift in die Altersversorgung, wie gesagt, in die Stabilität der Staatsfinanzen, in unheimlich viele Aspekte ein. Und das wird ganz, ganz lange dauern und ein Riesenkraftakt sein. Helfen Sie uns kurz, wenn Sie über eine Last sprechen, die zu schultern ist durch diese jungen Menschen. Welche Last genau meinen Sie? Naja, wenn Sie sich heute einen Rentner anschauen, einen jungen Rentner, was der für eine Rente bekommt, die ist in der Regel auch schon ein großer Einschnitt in seine Lebensqualität. Und wenn Sie sich anschauen, dass relativ wenige junge Leute den Dönerspieß, den wir heute haben, früher hatten wir eine Pyramide, dass diese jungen Leute diesen Dönerspieß am Ende im Alter mit der langen Lebenserwartung finanzieren müssen und dann eben auch die Staatsschulden, die Systemthemen dahinter, das ist schon eine Riesenkraftanstrengung. Das kann man, glaube ich, auch noch gar nicht, also man kann es noch gar nicht final fixieren, weil natürlich der Prozess ist ja noch gar nicht zu Ende. Und deswegen hoffe ich auch ganz inständig, dass uns jetzt möglichst schnell der Durchbruch in der Pharma gelingt und wir die Pandemie in den Griff bekommen, damit wir keine zweite Welle erleben oder andere Entwicklungen. Zu der zweiten Welle werden wir sicherlich auch noch mal kommen. Wir haben gehört, Last, Krise, Einbrüche. Herr Dr. Gestakis, von Ihnen stammt der Satz, oder Sie haben ihn zumindest zitiert, never waste a good crisis. Also vielleicht übersetzen Sie uns das einfach mit Ihren Worten und vor allem, was Sie damit meinen. Da klingt ja ein Stück weit auch Opportunität durch. Ja. Welche sehen Sie da? Ja, vielleicht muss ich da vorausschicken, dass ich mir natürlich bewusst bin, dass das irgendwie viele tragische Entwicklungen hat. Also never waste a good crisis könnte jetzt so ein bisschen als Euphemismus auch gelten. Ich kenne diese tragischen Entwicklungen. Wir haben die auch in der eigenen Familie. Meine Großmutter ist im Zuge dieser Corona-Pandemie verstorben. Jetzt nicht an Corona, aber die alten Menschen waren ja einsam in den Pflegeheimen und dann hat sie den Lebensmut verloren. Ja, also alle diese Dinge sind mir bewusst. Gesundheitliche Risiken, Existenzen vernichtet worden. Nichtsdestotrotz ist es so, ist uns eigentlich allen klar, dass auch persönliche Krisen ja immer auch eine Entwicklungschance, ein Entwicklungspotenzial bieten. Und das tun eben Wirtschafts- und Finanzkrisen auch. Es findet eine Marktbereinigung statt an der einen oder anderen Stelle. Und wir werden uns bewusst, möglicherweise, dass es Dinge gibt, die wir schon eigentlich seit langem hätten tun
erkennen, tun müssen, um uns weiterzuentwickeln. Und so ist es in dieser Krise eben auch. Es gibt viele Bereiche, über die wir noch diskutieren werden, die eigentlich eine Chance darstellen, auch für uns, für unsere Bevölkerung. Es wird zum Beispiel darüber diskutiert, Produktion von pharmazeutischen Produkten wieder zurückzuholen. Alles Dinge, die vermutlich vor dieser Krise jetzt eher einem rationalen ökonomischen Kalkül zu Opfer gefallen wären. So, nee, das ist billiger, wenn man das in Indien oder China produziert. Jetzt überlegen wir uns, ob es nicht doch Sinn macht, das bei uns zu machen. Oder die Entwicklung auf der IT-Infrastrukturseite, auch da werden wir sicherlich noch drüber sprechen. Ausbau 5G-Netze, Datenverbindungen, alle diese Dinge, die Wertschätzung, die unser medizinisches Personal erfahren sollte. Alles das sind Dinge, die wir eigentlich vermutlich gewusst haben vor dieser Krise, aber die eben jetzt uns noch klarer sind und von denen wir jetzt wissen, dass wir diese Entwicklung eigentlich tun müssen. Und deswegen eine Krise in dem Sinne ist eine Chance für eine Weiterentwicklung. Und in diesem Sinne verstehe ich never waste a good crisis. Ja. Ich würde gerne einmal kurz auf das Beispiel nochmal zurückkommen, was Sie uns gerade geliefert haben. Stichwort Pharmaindustrie, Produktionsstandorte Indien, Europa, Deutschland. Es ging ja früh um die Frage zurück in Normalität. Bedeutet diese Entwicklung, die Sie beschreiben, die Chance ein Zurück in etwas, also Auflösung von Globalisierung, Rückkehr sozusagen an den Heimatstandort, oder ist es etwas anderes, etwas Neues, was Sie da beschreiben als Potenzial? Also zurück geht's ja typischerweise eigentlich niemals, ne? Sondern es geht immer nach vorne. Aber natürlich gibt es eben auch Entwicklungen, die dann erkennen, dass bestimmte Strukturen, die in der Vergangenheit vorgeherrscht haben oder vernünftig waren, vielleicht auch in einer anderen Form wiederkehren sollten. Und gerade wenn Sie jetzt die Pharma-Seite ansprechen, also ich bin von der Ausbildung her Chemiker, ich habe Chemie studiert, in den 90er, 1990 habe ich angefangen. Und damals, als ich angefangen habe, waren die Chemieindustrie und die Pharmaindustrie in Deutschland sozusagen eine der wesentlichen dominanten Industrien. Das hat in einer atemberaubenden Geschwindigkeit während meines Studiums hat sich das ja nicht aufgelöst, aber umgekehrt oder verändert. Und mittlerweile haben wir, wie gesagt, relativ wenig dieser Produktion, Gott sei Dank immer noch genügend Forschung hier in Deutschland. Deswegen macht es durchaus Sinn, sich Gedanken zu machen, so etwas wieder zurückzuholen. Weil letztendlich ist das Hochtechnologie. Hochtechnologie, Wissenschaft, die wir auch bei Produktion von pharmazeutischen Produkten wieder zurückholen können. Also von daher, es geht sicherlich weiter. Es wird nicht einfach so sein, wie das früher mal war, dass wir den rein oder wie auch immer mit irgendwelchen chemischen Abfällen sozusagen vergiftet haben. Ja, das wollen wir sicherlich nicht wieder zurück. Aber sich mit Hochtechnologieprodukten und Ansätzen Gedanken darüber machen, wie man für uns essentielle Produkte eben auch in Zentraleuropa produzieren kann, das macht schon Sinn. Vielen Dank. Produktion zurück nach Deutschland holen, Herr Huber. Da geht bei dem einen oder anderen sicherlich ein Glöckchen an, das wird teuer. Ja. Müssen wir uns alle auf teurer einstellen? Werden die Preise steigen? Und ist das zwingend eine schlechte Entwicklung? Also ich würde jetzt nicht pauschal sagen, dass alles teurer wird. Aber was Herr Dr. Gistakis ja angedeutet hat, was durchaus ja auch Sinn macht zu überlegen, begibt man sich in Abhängigkeiten, so wie wir es erlebt haben, also dass du selber nicht genug Schutzmasken, genug Ausrüstung hast und warten musst, ja, bis das von China oder also von den asiatischen Ländern kommt, da einen Teil auch wieder bei uns zu machen. Meine feste Überzeugung ist, dass die Globalisierung auch weiterhin Bestand haben wird und auch muss. Uns muss noch allen klar sein, wir haben in Deutschland beispielsweise höhere Lohnkosten, wir haben höhere Lohnnebenkosten, wir haben höhere Produktionskosten, als es die sogenannten Billigproduktionsländer bieten können. Das bedeutet schon, dass wir, wenn wir es auch wieder zurückholen, auch einen Preis dafür zahlen werden. Und der wird auch sicherlich darin liegen, dass das ein oder andere teurer wird, aber vielleicht dadurch auch von der Qualität besser. Das kann natürlich durchaus sein. Und das halte ich jetzt nicht zwingend, wenn man diese Mischung dann fahren würde. Also nicht nur schwarz-weiß 100% zurückholen oder so, sondern irgendwie eine Mischung hingekriegt, dass man gewisse Abhängigkeiten nicht so hat, kann es durchaus ein vernünftiger Weg sein. Immer muss uns nur klar sein, es wird dann definitiv auch was mit dem Preis zu tun haben. Aber vielleicht ist es ja auch so, dass man dann auch überlegt, muss ich wie jetzt vielleicht auch, wenn man es jetzt an den Urlaub denkt, muss ich dann wirklich 5-mal im Jahr in Urlaub fliegen? Oder wenn es teurer ist, überlege ich dann nicht nur, welches Ziel wäre doch wirklich mal schön und mache es einmal. Also das, glaube ich, hat auch was mit Veränderungen dann zu tun. Und das würde ich persönlich durchaus begrüßen, was wir in der Familie jetzt übrigens auch selber schon machen. Ja. Also war die Pause vielleicht ganz klug?
Ja, sie hat zum Nachdenken angeregt, weil man auf einmal gemerkt hat, was ja nicht so leicht ging, was man gewohnt war und was man auch bereit ist, vielleicht auch künftig wirklich darüber nachzudenken und zugunsten eines besseren Klimas, zugunsten einer besseren Versorgung danach aufzugeben. Jetzt haben der Herr Huber schon über mögliche wirtschaftliche Entwicklungen gesprochen. Die Frage ist ja, ist es ein U, ist es ein L oder ist es ein V vielleicht sogar? An den Aktienmärkten haben wir schon gesehen, die Entwicklung war ja exorbitant. Die Aktienkurse haben sich sehr schnell wieder in die Höhe entwickelt. Wir sind wieder auf einem relativ hohen Niveau. Hält das so an? Wie sehen Sie da die zukünftigen Entwicklungen? Also ich sage mal, ein L schließe ich aus, weil L würde bedeuten, wir hätten ja irgendeine komplette, also dann haben wir nicht eine Pandemie, Corona-mäßig. Ein U tendenziell, aus meiner persönlichen Sicht auch weniger. Ich würde es als V sehen, aber wo sozusagen der Ast nach oben des Vs nicht in der gleichen, sagen wir mal, Steilheit wie nach unten geht, sondern leicht abgeschwächt. Und die Aktienmärkte bilden ja immer die Zukunft ab. Das heißt, die Aktienmärkte laufen schon voraus. Und wenn man überlegt, dass ja 20 Billionen an Konjunkturhilfen weltweit jetzt in den Markt geflossen sind oder in die Unternehmen und die Länder, dann ist da die Euphorie drin und die ist jetzt im Markt drin. Wir sind rein von den Unternehmen her sicherlich unten an dem V, wo es jetzt dann leicht wieder nach oben geht. Aber der Markt ist voraus und das hat man ja auch gesehen, dass der ja ungefähr, sagen wir mal, bei 30% wieder gewonnen hat. Und muss eins auch ganz klar sehen, es ist halt auch Liquidität im Markt. Viele institutionelle Anleger sind auch überrascht worden, müssen dann auch ihre Liquidität anlegen. Und solange die Zinsen so bleiben, wie sie sind, gibt es auch keine Alternative zum Aktienmarkt. Also deswegen glaube ich schon, dass der Aktienmarkt durchaus immer vorausgesetzt keine zweite Welle durchaus positive Aussichten hat. Dankeschön. Herr Dr. Gistakis, Sie haben dieses V, dieses etwas abgeflachte V, von dem Herr Huber gerade sprach, als Swoosh bezeichnet. Das ist, glaube ich, der Fachbegriff. Können Sie uns das vielleicht noch etwas näher erläutern? Ja, das ist der Name. Ich war auch überrascht, dass ein Logo eines Unternehmens einen Namen haben kann. Das ist der Name des Logos der Firma Nike. Ja, das ist geht nach unten und dann nach oben und flacht sich dann so ein bisschen ab. Das heißt eben Swoosh. Fand ich auch interessant, wie gesagt, dass es einen eigenen Namen hat. Und das soll so ein bisschen charakterisieren, das, was wir jetzt auch an den makroökonomischen Daten sehen. Also im März, April kam der große Abriss, also die Kante nach unten in dem V. Und im Mai und im Juni, jetzt haben wir schon einige Daten dazu, sieht man eben, wie es wieder nach oben geht und deutlich stärker nach oben geht. Aber wenn man jetzt zum Beispiel die Daten aus dem Juni mit den Daten im Mai vergleicht, dann sieht man, dass sich die Geschwindigkeit, die Aufholgeschwindigkeit schon abflacht. Ja? Und das ist auch durchaus verständlich. Es kann nach einem starken Abriss, ist es verständlich, dass es erst steil wieder nach oben geht. Und dass dann länger dauern wird, bis dann tatsächlich alle Auswirkungen abgearbeitet sind. Und wenn man sich mal so Prognosen anschaut, der großen Wirtschaftsforschungsinstitute, dem IWF zum Beispiel, dann sieht man, dass es vermutlich Jahre dauern wird, bis wir vor Krisenniveaus in der Wirtschaftsaktivität wieder sehen werden. Und wenn man noch mit berücksichtigt, dass ja eigentlich das Basis, also das Vergleichsszenario eines gewesen wäre, wo es keine Pandemie gegeben hätte, wo wir also normal weitergewachsen wären, dann kann man vermutlich durchaus damit rechnen, dass es 4, 5 Jahre, Sie haben vorher angesprochen, mehrere Jahre werden wir damit beschäftigt sein, dauern wird, bis wir auf so einem Aktivitätsniveau wieder sein werden, wo wir gewesen wären, wenn es die Pandemie nicht gegeben hätte. Also das wird dauern. Es gibt einfach viele Effekte, die im Nachgang erst noch abgearbeitet werden müssen. Später werden wir auch auf eine Diskussion der Verschuldungsthematik zum Beispiel zu sprechen kommen. Unternehmen mussten durch die Krise hindurchkommen, indem sie Liquiditätskredite aufgenommen haben. Diese Verschuldung muss abgearbeitet werden. Und das kostet typischerweise dann im Nachgang Wachstum schlicht und ergreifend. Die Finanzierungsfähigkeit für neue Investitionen ist dann geringer. Deswegen, es ist jetzt gut, dass wir diesen Aufholeffekt sehen, aber wir dürfen nicht das, was wir jetzt im Moment gerade sehen, einfach nahtlos in die Zukunft projizieren. Also eine durchaus dramatische Lage, sehr krasse Vorgänge, die wir beobachten.
Wir alle wünschen uns sicherlich stabile Gesundheit, wirtschaftliche Prosperität. Machen wir die Lage ein bisschen komplizierter. Schauen wir auf Israel als Beispiel. Dort rüstet man sich gerade für die zweite Welle. Wir hatten das vorhin schon mal kurz gehört. Herr Fischer, was dann? Zweite Welle, dritte Welle, Entewelle. Wie viel Resilienz ist dann noch übrig? Und was wäre das für ein Szenario für die deutsche Wirtschaft? Also die dritte Welle würde ich ganz gern mal etwas beiseite schieben. Wir haben gerade über das L gesprochen. Wenn wir also ewig am Boden bleiben würden, über die zweite Welle, dazu komme ich gleich. Die erste Welle, die uns eiskalt erwischt hat mit etwas Neuem, mit einer Pandemie, wo wir meinten, sie ist weit weg, sie ist in Asien, sie ist in China, hat uns dann sehr schnell erreicht. Der flächendeckende Lockdown, es wurde sehr viel darüber gesprochen, war das richtig? Meine persönliche Meinung, ja, weil wir einfach reagieren mussten. Und ich meine, wir sind in Deutschland ja nun wirklich als Beispiel, auch aufgrund eines guten Gesundheitssystems, einer gewissen Disziplin, damit ja gut umgegangen. Ich persönlich, wenn man über eine zweite Welle spricht, wir erleben jetzt gerade Neuinfektionen weltweit, 200.000. Brasilien, 2 Millionen Infizierte, wundert mich nicht. Man muss sich den Kopf in Herrn Bolsonaro anschauen in Brasilien. Ich persönlich gehe davon aus, dass wir also einen flächendeckenden Lockdown oder Shutdown nicht mehr bekommen werden, den auch volkswirtschaftlich sicher nicht verkraften würden. Wir haben ja gesagt, es dauert Jahre. Das hat ja Auswirkungen auf die Familien, auf die Psyche, auf ganz viele Themen, weil wir ganz anders mit dem Thema umgehen werden. Und das ist für mich ein wichtiger Punkt, dass wir einfach, also sicherlich Hotspots haben werden oder wieder gewisse Ausbrüche, die regional geregelt werden. Wir haben das ja in Gütersloh erlebt, da steht Fleischindustrie, was ich gut finde, dass man dann auch mal Umstände der Arbeiter mal auch mal zutage kommen, wo man drüber nachdenken muss, über Werkverträge etc. Aber flächendeckend nein. Und was mich zurzeit erschreckt, weil wir tragen alle dazu bei, dass wir eigentlich in die Zukunft gesund mit diesem Thema auch leben werden, vielleicht, wie eine Influenza. Wird es einen Impfstoff geben? Muss ich mich impfen? Auch ein Thema. Aber erschreckend ist jetzt, was man so erlebt, so angrenzenden Ländern auch. Mallorca ist ein Beispiel, aber ich habe gerade gestern eine Kundin gehabt, die aus Österreich kam, nicht weit weg, am Aachensee war, Freunde besucht hat, 2 Tage in einem sehr guten Hotel war und sie das Gefühl hatte, Pandemie, Corona, Covid-19 war da nie da. Also da war Abstand nicht, da gab es keine Masken, sie hat die da eisern getragen. Also ich glaube, es liegt an uns allen, positiv nach vorn zu schauen, die Chance zu nutzen. Aber ich sag mal, lieber eine Maske mal tragen, wenn ich ins Geschäft gehe oder wie auch immer, Abstandsregeln einzuhalten, auch mal den deutschen Tourismus zu unterstützen und nicht ins Ausland zu gehen, geschweige denn zu fliegen, mehr den Zug zu nehmen. Das mache ich persönlich auch schon jetzt des Öfteren. Insofern, ja, werden wir sicherlich mit dem Thema auch mit einer abgeschwächten zweiten Welle Urlaubsrückkehrer jetzt doch wieder aus Italien rechnen müssen, aber ich glaube, wir können damit gut umgehen. Also Sie setzen auf die Lernerfahrung und letztlich die Klugheit und Disziplin auch der Menschen in diesem Land zumindest. Ich glaube, wir waren da beispielgebend. Ja. Ja, kommen wir nochmal zurück. Herr Dr. Gistakis, Sie haben vorhin gesagt, Verschuldung muss abgearbeitet werden. Jetzt haben wir schon ungewöhnliche Maßnahmen der Europäischen Zentralbank gesehen. Sie hat das Pandemic Emergency Purchase Program, PEP, aufgesetzt und hat es jetzt nochmal erweitert sogar bis auf 1,35 Billionen Euro, die bis Mitte 2021 eingesetzt werden sollen, um eben die Folgen der Corona-Krise ja in den Griff zu bekommen. Meinen Sie, das reicht oder wird es da weitere quantitative Maßnahmen der Zentralbank geben müssen? Also zunächst mal sind das natürlich schon schwindelerregende Summen, auch wenn wir jetzt am Kapitalmarkt durchaus an größere Summen gewöhnt sind, ja, die wir beobachten oder kommentieren zumindest, ja, sind jetzt 1,35 Billionen, das sind also 1.350 Milliarden Euro, eine riesige Summe, die durchaus langfristig Konsequenzen nach sich ziehen wird, Inflationsthematik etc. Alles dieses spielt da eine Rolle. Auf Ihre Frage,
ob ich denke, dass das reicht. Würde ich jetzt sagen, ich hoffe. Ja? Ich hoffe, dass das reicht. Nicht unbedingt deswegen, weil ich mir Sorgen mache, was es bedeuten würde, wenn da noch mehr obendrauf kommt, sondern weil ich hoffe, dass es nicht notwendig sein wird. Ja? Dass wir nicht noch mehr Maßnahmen brauchen. Was allerdings wichtig ist und aus meiner Sicht heraus auch gut und richtig ist, ist, dass die Europäische Zentralbank im Konzert mit den europäischen Regierungen, mit der Europäischen Kommission entsprechend entschlossen reagiert hat und dieses Maßnahmenpaket, was ja ein Bündel von Maßnahmen, da spielt ja sozusagen dieses Pandemic Emergency Purchase Program nur eine Rolle, entsprechend beschlossen hat. Und wenn man sich das jetzt anschaut und auch die Äußerungen der Europäischen Zentralbank verfolgt, da war ja kürzlich eine Zentralbank-Sitzung, in der Christine Lagarde nochmal klargemacht hat, dass die Maßnahmen der EZB zwei Ziele verfolgen. Nämlich einmal das Ziel der Geldwertstabilität, dass also die Inflation unter, aber nahe bei 2% sein soll. Sie ist derzeit deutlich zu niedrig. Das liegt an dem Thema, was Ökonomen ein bisschen euphemistisch Überkapazität nennen. Also Überkapazität bedeutet, die Nachfrage ist nicht groß genug, weil die Leute arbeitslos sind oder arbeitslos geworden sind. Und das führt eben zu niedrigeren Preisen. Und deswegen muss sie das auf der einen Seite stimulieren. Auf der anderen Seite hat sie das Thema Fragmentierung in der Eurozone angesprochen. Also, dass die Renditen, die Finanzierungsrenditen der einzelnen Länder auseinandergegangen sind. Die sind jüngst deutlich zurückgelaufen, hat dazu geführt, dass viele Beobachter gesagt haben, naja, jetzt brauchen wir das ja nicht mehr. Möglicherweise Zweck erfüllt. Und sie hat eben klargemacht, dass es eben nicht nur um diese Fragmentierung geht, sondern eben auch um das Ziel der Preisstabilität, also eine Inflation nahe bei 2%, und da sind wir eben noch weit weg, und dass sie dieses Ziel beibehalten wird und, wie man das so schön sagt, auf dem Gaspedal bleiben wird, solange sie eben, bis sie eben zu der Überzeugung kommt, dass wir dieses Inflationsziel auch erreichen. Und ich glaube, das ist auch sinnvoll und richtig, dass sie der EZB das tut. Was in dieser Krise besonders wichtig ist, dass es eben nicht nur die EZB alleine ist, die reagiert. Weil in anderen Krisen war es Kaufprogramm und die Regierungen sind nicht so richtig mitgekommen. Jetzt sehen wir eben eine konzertierte Aktion von nationalen Maßnahmen der nationalen Regierungen, aber eben auch der Europäischen Kommission mit ihrem Next Generation Investitionsprogramm, Next Generation EU. Und in der Kombination könnte tatsächlich etwas sehr, sehr Positives für die europäische Wirtschaft herauskommen. Jetzt haben wir viel über Europa gehört und auch gesprochen. Herr Fitt, ich würde gerne mit Ihnen noch mal einen Blick nach Westen richten, auf die USA. Ganz wichtiger Orientierungspunkt. Und Jerome Powell von der Fed hat nach ebenfalls einer Sitzung vor wenigen Tagen gesagt, wir denken noch nicht mal nach über Zinserhöhungen. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie daraus für Leitzins, sehr niedrigen Leitzins, möglicherweise sogar mehr Negativzins? Ja, also zum einen haben wir natürlich erstmal Wahljahr in den Vereinigten Staaten. Da ist die Fed immer sehr zurückhaltend. Also das sagt schon die Erfahrung. Auf der anderen Seite haben wir ja schon seit langem ein bizarres Zinsniveau. Das hat ja mit langjährigen Erfahrungen auch überhaupt nichts mehr zu tun. Auch was wir hier in Europa haben. Durch die Pandemie, und ich finde, in den USA sieht man ja gerade einen beängstigenden Zustand, finde ich, ja, wie dort die Regierung, insbesondere der Präsident, dieses Land auch durch diese Krise führt. Das ist sehr, sehr schwierig. Und normalerweise ist es so, dass die Amerikaner sich, wenn es wieder aufwärts geht, viel schneller erholen als wir. Es geht bei denen aber auch schneller bergab. Ich muss sagen, natürlich wird der Wahlausgang da auch noch eine Rolle spielen. Das ist derzeit eine sehr, sehr schwierige Situation. Da ist keine Zinserhöhung irgendwo in Sicht. Das wird sicherlich auch eben schon von mir beschrieben, eher ein langfristiges Programm werden. Und von der Zinsseite, da haben wir nichts zu erwarten. Spannend ist jetzt wieder Dollar im Verhältnis zum Euro. Da haben wir gerade die letzten Tage eher wieder stärkeren Euro gesehen. Wie sich das entwickelt, aber auch das hängt natürlich nochmal von der Wahl und auch von der Pandemieentwicklung weiter ab. Und es wäre natürlich schön, wenn wir in Europa
mit der Politik auf der einen Seite und der EZB auf der anderen Seite jetzt, Sie haben es ja gerade gesagt, wenn wir enger zusammenarbeiten würden. Ja, die Finanzpolitik der einzelnen Staaten muss viel stärker noch synchronisiert werden, damit wir auch die Vereinigten Staaten von Europa haben. Denn so haben wir einerseits die EZB-Politik und andererseits das, was nationale Regierungen auch aus eigenen Egoismen machen. Das ist nicht unbedingt gut. Also da könnte ich mir jetzt auch unter der Führung von Frau Merkel in ihrer aktuellen Rolle auf EU-Ebene doch nochmal einen großen Fortschritt wünschen. In der globalisierten Welt können wir uns natürlich von den Entwicklungen in Amerika nicht abkoppeln. Und deshalb blicken wir ja auch immer sehr gespannt über den großen Teich, was sich dort tut. Wie erwarten Sie die Zinssituation hier für uns in Europa, Herr Huber? Ja, ich habe vorher schon kurz ausgeführt, was ja schon in den Markt gepumpt wurde, auch an Liquidität. Im Zuge vom Herrn Dr. Biskakis beschriebene Ankaufprogramm. Also für mich ganz klar, wir werden die nächsten Jahre noch mit den Niedrigzinsen hier leben müssen. Es wird keine Alternative, wenn ich was verdienen will, geben, dass ich mal die Risikoschwelle als Anleger mal zwei Schritte höher gehe und mich auch in den Wertpapierbereich traue, um überhaupt eine Rendite zu erwirtschaften. Da bin ich absolut überzeugt. Und man muss ja auch sehen, wenn man die Staatsverschuldungen anschaut, wir in Deutschland sind ja noch die einzigen, die unter 100% des Bruttoinlandprodukts liegen. Italien liegt bei 170, Spanien, Frankreich auch um die 130. Die müssen ja auch refinanzierungsfähig bleiben am Kapitalmarkt. Da müssen auch die Zinsen niederbleiben, damit sie die auch weiter refinanzieren können, überhaupt das zahlen können. Also von daher sehe ich da sehr, sehr, was heißt, kann man es positiv oder negativ sehen, auf welcher Seite man sieht, als sagen wir mal, der finanzieren will oder der anlegen will, glaube ich, wir werden niedrige Zinsen haben. Mit einer kleinen Einschränkung, wir hatten vorher gesprochen über das Thema zurückholen. Das heißt also, wenn wir auch die Globalisierung teilweise wieder zurückholen, das Auswirkungen theoretisch auf eine Inflation dann haben könnte, dann kann sein, dass vielleicht die Zentralbanken gezwungen werden, dort zu reagieren. Aber auf, sagen wir mal, zumindest die nächsten 2-3 Jahre, würde ich sagen, bleiben die Zinsen definitiv auf dem Niveau, wie wir sie jetzt sehen. Menschen, Staaten, Zinsen, Herr Fischer, Unternehmen sind etwas, das Ihnen auch sehr am Herzen liegt. Familienunternehmen, Mittelständler. Wir haben jetzt ein erstes Halbjahr hinter uns. Da haben wir viel Kurzarbeit erlebt, die auch immer noch anhält. Liquiditätshilfen, Rettungsschirme. Die richtige Insolvenzwelle kommt ja wahrscheinlich noch. Man hört jetzt die ersten Ergebnisse, auch aus dem zweiten Quartal. Wie schlimm wird das werden? Q3, Q4, zweites Halbjahr 2020 und vielleicht ganz besonders interessant, was bedeutet das denn für den Kapitalanleger? Ja, wir haben schon drüber gesprochen. Die Talsohle, glaube ich, haben wir durchschritten. Wir lesen täglich Nachrichten, die ja eigentlich schon vieles implementieren hinein. Also wir haben das Thema Lufthansa mit Stellenabbau. Sie haben es angesprochen, die Arbeitsagentur. 7 Millionen im Moment auf der Bezahlliste. Gewinnwarnungen, Umsatzeinbrüche. Wir haben Branchen wie eine Luftfahrtindustrie. Wir haben Tourismusbranche, Autozulieferer. Der Einzelhandel hat die letzten Tage Zahlen außer Lebensmittelbereich mal ausgenommen, veröffentlicht, die jetzt eigentlich schon bekannt sind, auf die wir uns einstellen können. Amerika, die großen Banken haben die letzten Tage ihre Ergebnisse präsentiert. Das sind wir ja gewöhnt, Milliarden. Außer Wells Fargo, die wirklich ein Negativergebnis haben, haben die anderen zwar einen Gewinn noch gemeldet mit 50% Rückgang, allerdings zum letzten Jahr, bedingt durch Rückstellungen, Kreditausfälle, Risikovorsorge. Damit gehen wir schon um. Für mich ist eine ganz entscheidende Frage, wie diese ganzen Maßnahmen, die nächsten 2 Tage, die EU hat eine wichtige Sitzung, Frau Merkel wird gefordert sein. Wir reden über 750 Milliarden Konjunkturprogramm. Da gibt es sehr viel Uneinigkeit. Man geht davon aus, dass man sich auch noch nicht einigen wird. Es gibt ja die Sparsamen, die sagen, Kredit nur, auch zurückzahlen oder an Reformen geknüpft. Entscheidend wird sein, wie wir im dritten oder vierten Quartal mit diesen ganzen Fördermitteln, in Deutschland werden 1,2 Millionen staatliche Zuschüsse dieses Jahr in den Markt fließen, wie die wirken, wie wir wirklich mit dem -6% Wirtschaftswachstum dieses Jahr dann diese 5% nächstes Jahr angehen werden. Also wir kennen die Themen. Wir wissen,
Herr Fitt hat es gesagt, wir werden lange da brauchen. Wie viele kommen aus einer Kurzarbeit zurück, wieder in die Festanstellung oder gehen in eine Arbeitslosigkeit? Wir wissen es nicht. Was bedeutet das für den Kapitalanleger? Herr Huber hat es letztens so schön gesagt, die Alternativlosigkeit, die Aktie. Grundsätzlich sind wir im Haus etwas vorsichtiger, nach dem Motto, Vorsicht ist die Mutter der Porzellankiste. Wir haben also diesen gigantischen Aufwärtstrend, den die Aktien jetzt in den letzten 4 Monaten genommen haben, auch genutzt, teilweise Gewinne zu realisieren, abzuverkaufen, um eine Liquidität aufzubauen. Das sind 15-20%, je nach Strategie, je nach Aktienquote. Um dann, wir sind auf einem extrem hohen Kursniveau. Also wenn mir einer gesagt hätte im April, dass wir DAX 12,8 oder 12,9, wir haben knapp die 13.000 geknackt sehen, hätte ich gesagt, never. Also Vorsicht, wir werden Korrekturen bekommen, davon sind wir überzeugt. Das sind politische Einflüsse, wir haben darüber gesprochen, über die Wahlen in Amerika. Das sind das Thema Handelsstreit USA-China. Es schwelt auch alles so. Aber auf Aktien schauen mit Aktien schauen, Titel, Dividendentitel, so. Finanzstabilität und die Chance nutzen, auch dann schöne Positionen auch wieder mal aufzustocken. Also, aber Vorsicht. Ja, Chancen und Risiken am Kapitalmarkt, Herr Dr. Gestakis, da möchte ich Sie als Experten natürlich mal fragen, gibt es möglicherweise aus Ihrer Sicht Aspekte, die in der Fachliteratur oder unter den anderen Experten bisher noch nicht so diskutiert worden sind und wo Sie uns vielleicht einen kleinen Hinweis oder einen anderen Aspekt noch nennen könnten, einen Parameter, der vielleicht in der Diskussion nicht so beleuchtet worden ist? Ja, also was für uns wichtig war in dieser Krise, ist, wie man sich sozusagen strategisch in so einer Marktphase verhält. Ein wichtiges Element so einer strategischen Ausrichtung typischerweise ist die Aktienquote. Wie viel Aktien gegenüber Anleihen hat man? Das hat zwei Implikationen, ja. Das erste ist, wenn man Anleihen in einem ausgewogenen Portfolio mit hinzunimmt. Das erste ist, Anleihen verlieren typischerweise in einer Krise nicht so stark an Wert. Das heißt, das Portfolio bleibt stabiler. Und das zweite ist, wenn man stabile Komponenten mit dem Portfolio drinnen hat, dann hat man eben auch die Möglichkeit, Liquidität zu generieren, um dann eben bei günstigen Kursen einzusteigen. Das ist ja immer, was die Leute sagen, auch jetzt müsst ihr kaufen, jetzt müsst ihr einsteigen. Wenn ich aber keine Liquiditätsmittel mehr zur Verfügung habe, dann kann ich nicht einsteigen. Also das heißt, eine vernünftige Portfoliokonstruktion, die spielt eine große Rolle an dieser Stelle. Und bei einer vernünftigen Portfoliokonstruktion spielt aber, und das ist der zweite Punkt, nicht nur die Verteilung zwischen Aktien und Anleihen eine Rolle, sondern eben auch die Frage innerhalb der Aktien, welche Branchen verwende ich denn? Und da gab es ganz große Unterschiede. Also zum Beispiel haben sich Branchen sehr gut entwickelt, die eher weniger zyklisch typischerweise sind. Das ist die Pharmabranche, Gesundheit, aber auch IT. Ja, die IT-Technologie ist Cloud-Business natürlich in dieser Krise besonders betont. Aber andere Branchen, wie zum Beispiel Automobil oder die Luftfahrt, sind ganz schlecht gewesen, ja, ziemlich abgestürzt. Und da kam es eben stark darauf an, dass man sich entsprechend aufgestellt hat vorher, dass man eine vernünftige Portfoliokonstruktion hat, möglicherweise auch in der Krise dann entsprechend bereinigt. Aber das ist das, worum es geht. Es geht im Prinzip nicht nur darum, einzelne Titel auszuwählen, sondern das Ganze muss in der Portfoliokonstruktion im Kontext in sich geschlossen Sinn machen. Und das ist das, was eine Vermögensverwaltung im Prinzip leisten kann. Und die kann eben auch leisten, wenn man das sozusagen ein Experte tut. Ja, wir sitzen ja hier sozusagen Leute mit viel Erfahrung. Leute mit viel Erfahrung sehen auch keine Krisen vorher. Ja, aber sie wissen eben, wie man in einer Krise reagieren muss, ob man da jetzt panisch und verkaufen oder nicht. Ja, und alle diese Strategien, die im Prinzip kühlen Kopf bewahrt haben, die fundamental vernünftig aufgestellt hatten, die eben über eine Diversifizierung eine Möglichkeit, die Möglichkeit hatten, am Boden zu kaufen, die haben sehr gut funktioniert. Typischerweise so automatisierte
Strategien, die haben ganz schlecht funktioniert, weil die sozusagen quasi am Boden verkauft haben und dann waren sie oben nicht mehr mit dabei. Und das ist, glaube ich, etwas, was diese Krise sehr schön gezeigt hat, ist die Erfahrung der Portfolio-Manager, ja, die Erfahrung der Experten, die spielt eine große Rolle. Und das ist auch etwas, was man, wenn man das im weiteren Kontext dieser Krise sieht, wenn ich das mal so mit einfließen kann, ein großes Interesse zum Beispiel an den Podcasts vom Professor Christian Drosten. Ja, also viele Leute haben das ja. Das könnte eine Chance sein. Es kommt wieder zurück, dass die Leute sich sozusagen für Expertenwissen interessieren. Und das ist gerade, glaube ich, für uns eine große Chance, denn hier sitzen 4 Experten, ja, die jahrzehntelange Erfahrung haben und die eben auch dieses Vertrauen ihrer Kunden brauchen. Und wenn dieses Vertrauen in Expertenwissen wieder zurückkommt, dann ist das etwas, was, glaube ich, ganz gut ist. Sowohl für die Kunden als auch natürlich für uns. Ja. Deswegen sprechen wir auch heute einfach mal nicht über den Hype um die Robo-Advisor. Die sah nicht so gut aus. Das haben Sie gerade schon schön beschrieben. Und Herr Fitt, Sie sind ja auch jemand mit besonders kühlem Kopf und viel Erfahrung. Was raten Sie denen, die jetzt nicht mehr reagieren müssen, sondern die jetzt agieren wollen? Aktien haben wir schon gehört. Gehen Sie noch ein bisschen spezifischer ran. Wo sehen Sie außer in IT und Pharma besondere Chancen? Ja, also all das, was eben gesagt wurde, glaube ich, muss man alles im Herzen haben. Bei der Entscheidung, da gibt es natürlich für jeden seinen Maßanzug. Das hängt sehr stark von der Gesamtvermögensstruktur ab. Viele Kunden neigen dazu, wenn sie schon von Hause aus in Immobilien sind, wieder sich in Immobilienaktien zu verlieben. Ja, also muss man schon, wie gesagt, auch sehr genau hingucken. Die Branchen teile ich auch komplett. Das hat sich ja auch bewahrheitet. Die Aktienquote, der Risikoappetit ist die wesentliche Stellhebel. Und ich würde sagen, breit diversifizieren ist auf jeden Fall geboten. Und man muss halt wirklich auch einen guten Partner an der Seite haben, der einem dabei unterstützt. Denn hier ist eine permanente Diskussion zwischen Hirn und Bauch. Ja, also das Hirn sagt, die Aktien sind 50% gefallen, ich muss jetzt einsteigen. Der Bauch sagt, um Gottes Willen, morgen wird es noch schlimmer. Ja, und das sind so diese Aspekte. Das ist auch unsere Rolle, der Sparringspartner, der Coach des Kunden zu sein, um diese Diskussion zwischen Hirn und Bauch auf einen guten Weg zu finden, bringen. Und unabhängig von volkswirtschaftlichen Modellen, das, was morgen ist, hängt sehr stark auch davon ab, wie die Krise sich weiterentwickelt, wie die Politik sich noch besser aufstellt. Und es wird, Sie hatten ja eben die Frage an Herrn Fischer auch gestellt, es wird nochmal in Q3, Q4, finde ich, erhebliche Ausfälle geben. Mhm. Die werden sich dann auch auf die Finanzbranche durchschlagen, bin ich mir auch sicher. Das bleibt da auch nicht ohne. Die Ratings werden sich verschlechtern. Und deswegen ist der grundsätzliche Aspekt Liquidität halten, jetzt nicht bei 13.000 noch investieren, sondern kühlen Kopf bewahren. Und dann wird nochmal eine Korrekturphase kommen. Dann den Mut haben, in eine breite Struktur zu gehen. Ein bisschen Private Equity würde ich noch empfehlen. Weil ich glaube, Private Equity ist eine sehr interessante Anlageform, die bei den Deutschen bisher auch noch nicht, sind ja auch nicht die Aktien, sagen wir mal, Liebhaber eigentlich. Aber Private Equity ist eine Anlageform, die sehr, sehr attraktiv ist, wenn man da einen guten Partner hat und auch eine sehr gute Risk-Return-Relation da mit sich bringt. Und Ansprechpartner sind klasse, haben wir ja hier. Natürlich gute Partner, die einen klaren Kopf haben. Herr Huber, Stichwort, im New Normal wird alles grün. Es gibt eine Studie der internationalen Großbankenorganisation IRF in Washington, die kommt zu dem Ergebnis, dass sich weltweit seit 2015 das Volumen an, ich sag mal, ESG-Fonds, also Umwelt, Soziales und gute Governance-Fonds, die darauf abstellen, auf 1 Billion verdreifacht hat mittlerweile. Und diese Studie sagt auch, dass die überwiegende Anzahl der Anleger in Europa zu finden sind. Teilen Sie diese Einschätzung? Würden Sie sagen, dass Fonds, Unternehmen, die dann in diesen Fonds abgebildet sind, die eben einen besonderen Fokus auf die ESG-Kriterien legen, möglicherweise die bessere
Rendite-Risiko-Relation aufweisen? So, ESG, glaube ich, wird ein großes Thema werden und ist ja auch eine der Asset-Klassen dann, wir haben Sie auch mal von Diversifizierung gesprochen, würde ja klein eingehen. Ich würde vorher nur ganz kurz zwei Sätze, wenn ich darf, sagen, was das bestärken, was die Kollegen gesagt haben. Was wir verzeichnet haben, war in dieser sogenannten Pandemiezeit ein deutlich höheres Kontaktaufkommen, zwar nicht persönlich, aber telefonisch. Das heißt, die Kunden, also wir haben logischerweise auch aktiv die Kunden angerufen, aber die haben gelächzt danach, sorry, wenn ich so sage, nach Informationen, was ihnen halt ein Robotweiser nicht bieten kann. Und Emotion und dieses Trennen von Emotion und fundamentalen Daten, das können halt die Berater, egal von welchem Haus. Und ich kann nur den Kunden empfehlen, gerade in solchen Zeiten eben den Rat, für das sind wir da, ja, bei uns auch zu suchen. Und vielleicht nur eins, weil immer das Thema ist, der richtige Einstiegszeitpunkt. Ja, die einen sagen, wenn es tief ist, steige ein, wenn hoch, gehe raus. Den gibt es nicht. Das muss man mal ganz klar sagen. Idealerweise, und da gibt es ganz, sage ich meinen Kunden immer ganz einfaches Beispiel, der Standard & Poor's der letzten 20 Jahre war ich komplett drin. Mit allen Krisen, die dabei waren, habe ich ungefähr 7% per anno verdient. Habe ich nur die 10 besten Tage verpasst, liege bei 3,3 und habe die 30 besten Tage verpasst, bin ich bereits im Minus. Also immer zu überlegen, wann gehe ich rein. Ich muss auch mal die Geduld haben, gerade wenn im Aktienbereich etwas durchzuziehen. Und zum Thema ESG, meine persönliche Meinung ist, das geht ja um Umwelt, wenn man es jetzt auf Deutsch übersetzt, Umwelt, Soziales, Unternehmensführung. Und das sind Kriterien, die immer mehr an Bedeutung gewinnen. Meine persönliche Meinung ist, dass ich gar nicht ausschließen will, dass künftig, ob das Standard & Poor's, Moody's ist, auch mal Unternehmen nach einem Nachhaltigkeitsindex vielleicht auch bewerten. Ich merke das auch bei uns im Haus, dass dieses Thema extrem an Dynamik gewinnt. Und wenn man es jetzt auf die Performance abstellt, da gibt es einen sehr bekannten, den MSCI Europe, Sie haben Europa angesprochen, und da gibt es auch als Pendant einen Nachhaltigkeitsindex, den MSCI Europe Leaders, wie Sie es auch immer dann gehen ein bisschen weiter nennen, also Nachhaltigkeit und konventionell. Und die letzten 5 Jahre hat der Nachhaltigindex besser performt als der, sagen wir mal, konventionelle Pendant. Und wenn man dieses Jahr anschaut, wo also Covid-19 ja voll mit dabei war, war der maximale Verlust auch bei dem Nachhaltigkeitsindex geringer als bei seinem konventionellen Pendant. Also von daher glaube ich, ist das durchaus was, unabhängig, dass uns das regulatorisch auch noch einholen wird, da bin ich überzeugt. Aber ist es was, was man definitiv mit allen Kunden besprechen muss, muss ich schon sagen, das Thema ESG. Okay. Ja, Silke Wolf, ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Mein Kopf ist schon ordentlich voll. Ich bin tief beeindruckt mit welcher Klarheit, Tiefe und ja, auch doch Portion Optimismus, die auch in die Zukunft schauen. Das zeugt, glaube ich, von der großen Erfahrung, die hier am Tisch versammelt ist. Wir haben mit persönlichen Noten begonnen und ich würde auch gerne mit persönlichen Noten schließen. Sie alle sind letztlich nicht nur Banker, sondern auch immer noch Menschen geblieben. Sie müssen schlafen, sie müssen sich ernähren, sie müssen sich kümmern um ihre Mitmenschen, ihre Familien. Dafür braucht der ein oder andere auch Entspannung, Gelassenheit, Ruhe. Wie lösen Sie das für sich ganz persönlich, wenn Sie uns das verraten möchten? Herr Fischer, fangen wir vielleicht bei Ihnen an. Ja, ganz auf einen Nenner zu bringen, für mich ist die Familie die Energiequelle und der Ruhepol auch in diesen Zeiten. Und insbesondere jetzt mit meinem 4-jährigen Enkel erlebe ich so viele schöne Dinge. Wir waren erst letztes Wochenende in den Bergen am Schliersee, am Spitzingsee. Und ja, wenn man dann so einen 4-jährigen Jungen sieht, wie der sich freut, das motiviert einen, Sie haben es gerade gesagt, den Optimismus in die Zukunft zu verbreiten und einfach wirklich nach vorn zu schauen, über die heutigen Generationen und für die Generationen nach vorn. Klingt vielleicht etwas floskelhaft, aber diese unsere schöne Erde zu erhalten und das ein oder andere vielleicht besser zu machen. Herr Fitt, wie machen Sie das? Haben Sie ein Geheimnis? Ja, ich habe ein Geheimnis. Ich habe eigentlich schon immer mich quasi jeden Tag auf dem Weg nach Hause habe ich mich musikalisch wieder neutralisiert. Aha. Ja, also je nachdem, wie der Tag war. Wenn der eher ruhiger war, dann war ich etwas lauter. Und wenn er sehr stressig war, habe ich mich eher mit klassischer Musik wieder ein bisschen neutralisiert. War gerade selber auch mit der Familie am Bodensee. Die Familie ist natürlich mit die wichtigste Energiequelle. Aber die Musik, finde ich, ist ein tolles Instrument, auch in der heutigen Zeit, wenn man zu Hause ist, mal abzuschalten und mal zu sagen, ich komme mal ein bisschen runter. Denn du brauchst einen klaren Kopf. Und da ist eine wichtige Frage, da muss man sich was einfallen lassen. Wie lösen Sie das, Herr Dr. Gestarkes?
Es ist gerade Familie gesagt worden. Also bei mir ist so, meine Kinder sind noch ein bisschen kleiner, 10 und 13. Da ist umgekehrt. Da ist es ein bisschen umgekehrt. Da entsteht dann mit Homeschooling durchaus ein bisschen Stress auf. Also das heißt natürlich Familie, auf der einen Seite Gesundheit in der Familie, das ist wichtig und sehen, dass es weitergeht. Auf der anderen Seite viel Stress. Was mir erstaunlicherweise, ich habe da gar nicht aktiv mich dafür eingesetzt, was mir erstaunlicherweise viel Entspannung und Zuversicht gegeben hat, ist die Art und Weise, wie wir alle gemeinsam mit diesem Problem umgegangen sind. Also Resilienz, das ist vorhin schon als Stichwort gefallen. Die Disziplin und die Duldsamkeit, mit der wir gerade hier in Deutschland, aber auch in unserer Industrie, in unseren Unternehmen mit diesen Herausforderungen umgegangen sind, gemeinsam die Probleme angegangen, da sind dann plötzlich Sachen möglich gewesen. Homeoffice, was über Jahre wir versucht haben und das hat irgendwie nicht funktioniert. Innerhalb von wenigen Tagen haben wir plötzlich die technische Infrastruktur da gehabt, sowas zu machen. Und auch der Spirit, mit dem alle zusammengearbeitet haben, gesagt, okay, wir müssen da irgendwie durchkommen, wir müssen es irgendwie schaffen, mit Alltagsklugheit, wie schafft man Abstandswege, wie schafft man Trennwände zwischen Büros und so weiter. Und diese Energie, die darüber gekommen ist, das hat mich tatsächlich nach vorne gepusht. Und dann noch ein bisschen die Familie auch, logischerweise. Ja, danke, dass Sie die Energie auch mit hier in diese Runde bringen. Ja. Sie ist deutlich spürbar. Herr Huber, wie machen Sie das? Ja, wir haben eine Ähnlichkeit, wir beide. Ich habe gerade festgestellt, ich komme aus einer sehr musikalischen Familie. Mein Vater war über 35 Jahre Domorganist, unter anderem in Freising. Und ich bin mit der klassischen Musik groß geworden, spiele selber Trompete. Und wenn man da übt und sich auf was konzentriert oder ich konzentriere, dann kann man wirklich abschalten. Jetzt ist es ja unter diesem Corona-Pandemie-Aspekt nicht ganz so leicht gewesen. Es hieß Keller, Türe zu, ja, keine Aerosole irgendwo ins Wohnzimmer hoch. Aber da konnte ich abspannen, auch beim Autofahren mit der klassischen Musik. Und sonst durch meinen Hauptwohnsitz oder Familienwohnsitz in Rosenheim haben wir sehr nah zu den Bergen. Und wo ich auch sehr gut abspannen kann, ist, wenn ich mit meiner Frau dann sehr früh, die Kollegen verzeihen mir jetzt, was ich sage, bevor die ganzen Münchner auftauchen, dann in Rosenheim dann sozusagen in die Berge gehe und runtergehe, wenn die dann kommen. Ich war am Montag, am Sonntag 9 auf der Schiersberghalle. Ja, da bin ich schon, ah ja gut, da sind's, ja stimmt, wir werden es quasi schon, das passt. Ja. Aber da kann ich auch ganz gut anspannen. Und was, sagen wir, grundsätzlich mich hoffnungsfroh stimmt, und das wäre so ein Appell für mich generell zum Schluss, den ja immer meine Mitarbeiter oder ehrlich gesagt auch meine Familie, wir haben es alle selber in der Hand. Also weil wir haben jetzt sehr viel gesprochen, und glaube, wenn wir uns jetzt an das halten, auch wenn es uns ab und zu schwer fällt, ja, und wenn in Großbritannien schon im Parlament Deutschland als Vorzeigeknabe genannt wird, dann glaube ich, wissen wir, was wir hier geleistet haben. Und wenn uns das alles im Kopf bleibt, dass wir es selber in der Hand haben, dass es sowas, was wir jetzt so ein bisschen prophezeit haben mit dritter, vierter Welle, zweite, dritte Welle dann gar nicht kommt. Und das ist für mich, will ich sagen, ja, gewisse Entspannung auch, weil ich sage, es liegt nicht den anderen, sondern wir haben es selber in der Hand. Vielen Dank auch nochmal für den Appell zum Schluss. Ich habe zu danken Silke Wolf für die professionelle Expertise aus dem Bankenverband. Meine Herren, auch Ihnen ganz herzlichen Dank für die fachliche Expertise, aber auch für die persönlichen Noten. Und Sie haben es in der Hand, haben wir gerade gehört, und Sie haben es auch in der Hand, nicht nur wie wir mit der Pandemie umgehen und ob wir weiter widerstandskräftig bleiben und einen guten Weg daraus finden, sondern Sie haben es auch in der Hand, wie es mit dieser Runde weitergeht. Denn wir sind jetzt hier fertig, aber für Sie geht es jetzt erst los. Denn dieses Video steht zur Verfügung im Internet, 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Sie können sich das also immer dann anschauen, wenn es für Sie gerade richtig passt. Und darunter können Sie Fragen hinterlassen, Kommentare bei uns lassen, Wünsche äußern, welche vielleicht neuen Aspekte in einer nächsten Runde auch Thema werden sollten. Und Sie können natürlich auch Kontakt finden zu all diesen Herrschaften und sicher auch zu Frau Wolf. Vielleicht haben Sie ja auch noch eine Bank, die in den Bankenverband gehört. Und tatsächlich helfen, dass dieses Gespräch weitergeht. Wir haben viel dazu gehört, wie wichtig es ist, sich nicht nur auf Robo-Advisor, auf Computerprogramme zu verlassen, sondern auf Menschen mit Erfahrung, auch mit einem Gefühl für die Märkte. Und genau das versammeln wir hier im Forum Flash. Und damit verabschieden wir uns und sagen auf bald.